Herzlich willkommen zu meinem zweiten Grabber-Tutorial. Jetzt sind einige Fragen aufgekommen. Zum Beispiel, Leute wollen ihren Sound hören. Wir werden das jetzt mal Step by Step machen. Erstes Problem, der Grabber, also wenn man auf der Wii spielen will und dann Composite Paul nimmt, gibt es kein Bild. Allerdings, wenn man NTC, gibt es das Bild, es ist schwarz-weiß. Nicht bei jedem, sondern nur einige Male tritt dieser Fehler auf. Das liegt daran. Also, ich habe den Fehler bei mir behoben und will es euch zeigen. Boah. So, ihr geht unter Wii-Einstellungen. Ja, genau. Das dauert jetzt ein bisschen. Dann geht ihr hier auf Bildschirm. Nein, Sound. Einmal das. Gut, das kann einmal ein Grund sein. Und dann hier beim Fernseher, wenn 60 oder EDTV, HDTV ist, ihr müsst es auf 50 Hertz stellen. Gut, wenn ihr dann auf Paul B stellt, dann ist das ein Bild. Ich zeig's euch jetzt nochmal so. Hier ist jetzt ein Bild. Es ist farbig. Zum Beispiel auf meinem Rabbit Channel. Wii Menü. Bleach, Blade of Fate. Und ja. Gut, jetzt gehen wir erstmal. Ja, Moment, ich gut. Ihr braucht dafür einen Cinch-Adapter, also für einen Sound. Dann gibt es diesen hier und den. Also damit den, da tut ihr den roten und weißen Cinch rein, also Sound links und Sound rechts, und steckt ihn dann am besten hinten. Also, ja, wie gesagt, den Grabber sollte man immer hinten einstellen. Steckt dann vielleicht die Boxen aus oder, das ist jedem selber überlassen. Oder, ja, egal wie ihr es macht. Vielleicht habt ihr auch so einen Cinch-Adapter im... Also, oder habt einen Slot in eurem... Fuck it, wie heißt es jetzt? In eurem Monitor? Dann sollte generell der Sound gehen. Also, beim Logi-Link ist irgendwie da ein Fehler aufgetreten. Ist nicht weiter schlimm. Cinch-Kabel kosten nicht viel. Ich habe jetzt mal... ich hoffe jetzt mal, dass ich den meisten Leuten damit helfen kann, weil das sind jetzt die Fragen, die mir gesendet wurden dazu. Meine Wii funktioniert nicht, das Bild ist schwarz-weiß, das Bild ist verschwommen, das Bild ist scheiße, das Bild ist, keine Ahnung, ich liebe das Bild oder ich höre keinen Sound, ich will keinen Sound hören, mir ist es egal, ob ich Sound höre, und ich kaufe mir auch demnächst ein Cinch-Kabel, damit ich auch wenigstens höre, was ich spiele. Ich hoffe jetzt nicht, dass es, also, es, falls jetzt das Bild leckt, das liegt wirklich nur an Camtasia. Ich nehme es ja nicht gerade über die Tuner-Aufnahme auf. Und ja, bis zum nächsten Mal.